Die Routine, ist die Routine etwas Gutes, etwas Positives oder etwas Schlechtes? Routine ist etwas sehr Gutes, weil es uns vieles erspart. Nicht nur beim Autolenken, sondern auch im Alltag. Es gibt da etwas, was man einüben kann und dann geht es in gewisser Weise von selbst, automatisch. Also die Routine ist etwas Gutes, weil es spart Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit. Die Routine kann aber auch nachteilig werden, wenn etwas geschieht, konkret ohne innere Beteiligung. Wenn etwas abläuft, weil wir es schon gewohnt sind, weil wir schon so drinnen sind, ja, weil es Tradition ist. Etwas wiederholt sich immer wieder und ich denke jetzt an den Abschluss des Kirchenjahres und an den Beginn des Advents. Es wiederholt sich so vieles und die Kirche hat da eine kluge Einrichtung, indem sie die Hauptereignisse der Heilsgeschichte immer wieder in Erinnerung ruft. Und wir gedenken dieser Hauptereignisse in der Heilsgeschichte durch die großen Feste. Glücklich jene unter uns, die schon jahrelang, jahrzehntelang regelmäßig feiern und das mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Für die ist es eine gute Routine. Entscheidend ist die innere Beteiligung. Die Jüngeren unter uns, und ich sehe solche, die sind dabei, sozusagen einzusteigen in die Heilsgeschichte, sich immer mehr zu vertiefen in die Heilsgeschichte, besonders auch in die eigene Heilsgeschichte. Und sie machen die Beobachtung, dass Unheilsgeschichte zur Heilsgeschichte werden kann, für einen persönlich, ja für ganze Gemeinschaften und möge es für die Menschheitsfamilie so sein, dass Unheilsgeschichte zur Heilsgeschichte wird. Nicht wiederholt sich die große Geschichte der Menschheitsfamilie. Das sehen wir in der Heiligen Schrift. Es wurde uns in der ersten Lesung aus einer Zeit berichtet, circa 1000 Jahre vor der Geburt Jesu. Da haben die Menschen den jungen David zum König erwählt und er wurde auch in der Folge gesalbt. Und Gott hat durch den David vieles wirken können. 1000 Jahre später hat Gott uns den Sohn geschenkt, das heißt, Jesus ist aus der Unsichtbarkeit, der Sohn Gottes ist aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit gekommen. Wir feiern das an Weihnachten, das Menschwerden des Gottessohnes. Und wir haben auch in der zweiten Lesung im Brief an die Kolosser erlebt, dass Gott weiterwirkt in der Kirche durch den gekreuzigten und auferstandenen Sohn. Also da gibt es Heilsgeschichte und weil wir in diese Geschichte uns hineinnehmen lassen durch unseren Glauben, deshalb sind wir auch diejenigen, die Heilsgeschichte wirken dürfen. Mitwirken mit dem Heiland selbst, der in uns wohnt, in der Gemeinschaft der Kirche wohnt. Also da gibt es eine Geschichte, die sich
nicht wiederholt, sondern die eine Entwicklung hat. Und wir glauben daran, dass Jesus verwirklicht, was er verheißen hat. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und dann wird die gesamte Schöpfung und Menschheitsfamilie eine Erlöste, eine Verherrlichte sein können. Wer ist nun König in dieser Welt? Wer darf sich König nennen? Ich meine, König ist der, der den Tod überwindet. König ist, wer die Sünde überwindet, der das Unheil dieser Welt überwinden kann. Den lasse ich König sein, den anerkenne ich als König. König ist, wer die Liebe unter allen Umständen verwirklicht, nicht nur, wenn es eine angenehme Umgebung ist und es mir leicht gemacht wird. König ist, wer mich davon überzeugen kann, dass die Liebe das Größte ist. Und das ist auch ein Aspekt des Sterbens Jesu, der nämlich aus der inneren Haltung heraus gelebt hat, eher leiden als die Liebe verletzen. Und wir zählen zu jenen, die sich durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu überzeugen haben lassen. Auf uns hat es Eindruck gemacht, wie auf einen Hauptmann, der beim Kreuz Jesu das Sterben Jesu sieht und sagt, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Auf uns macht es Eindruck, was wir von dem Schächer hören, Herr, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Und Jesus sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Berührt und Betroffensein im Herzen ist auch eine Gabe Gottes. Wohl auch eine Bereitschaft von Seiten des Menschen, sich berühren, betreffen zu lassen. Der Auferstandene ist wirksam und das macht sein Königsein aus. Und er wirkt, das müssen wir beachten, vorzüglich durch jene, die mit ihm zusammenwirken wollen. Gott bedient sich gelegentlich auch der Menschen, die gar nicht mit ihm zusammenwirken wollen oder sehr nachlässig und träge sind. Gott kann alles für das Beste einsetzen. Aber das Heilswirken, das wir durch Jesus kennengelernt haben, setzt sich fort in jenen, die mit Jesus zusammenleben, die sich lieben lassen, die sich von Jesus, wie er sagt, bedienen lassen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sagt er. Also die sich von Jesus helfen, beschenken lassen, bereichern lassen, beleben lassen und aus dieser belebenden Beziehung heraus, aus dieser Bereicherung, aus der Gottesbeziehung kann die Christin, kann der Christ andere reich beschenken. Wenn wir gelegentlich in Gebeten der Kirche hören, dass Gottes Walten und Gottes Geist und Gottes Gnade die ganze Schöpfung erfüllt und gestaltet, dann kann das teilweise sehr unvollendet aussehen. Es zeigt sich, dass Gott scheinbar nicht alle Macht hat. Der Ukraine-Krieg zeigt es. Tausend andere Situationen, in denen Menschen leiden, zu Tode gebracht werden, missachtet, unterdrückt werden, ausgebeutet werden, zeigen, dass die Gebete nicht so schnell, nicht so rasch erhört werden. Ich kann keine Antwort finden
warum sich manches so verzögert. Vermutlich liegt es an den einzelnen Menschen, die eben sich betreffen oder nicht betreffen lassen, die sich ansprechen oder nicht ansprechen, die sich in den Dienst oder nicht in den Dienst nehmen lassen. Gott braucht solche, die sich in den Dienst nehmen lassen, zur eigenen Erlösung, zur eigenen Erfüllung und zum Heile der Mitwelt. Wir als Kirche haben Christus, den Auferstandenen, als Haupt. Wir haben ihn als unsere Seele. Und so sicher die Auferstehung Jesu war und ist, so sicher ist es, dass die Kirche bleiben wird bis zur Wiederkunft des Herrn. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, sagt Jesus. Also die Kirche hat so Zukunft, wie der Auferstandene Zukunft hat. Ob nun die Kirche das Reich Gottes größer oder kleiner ist, das hängt ab von der Anzahl der Menschen. Aber es wird immer solche geben, die sich von Jesus betreffen lassen. Ich schließe ab mit einem Wort der heiligen Edith Stein, die davon spricht, dass die Kirche auch in gewisser Weise einer Wandlung unterworfen ist. Wir sehen es durch 2000 Jahre hindurch. Aber dass das Wesentliche oder der Herr in der Kirche der Bleibende ist, durch alle Wandlung hindurch. Edith Stein sagt, die Unerschütterlichkeit der Kirche besteht gerade darin, dass sie mit der unbedingten Wahrung des Ewigen eine unvergleichliche Elastizität in der Anpassung an die jeweiligen Zeitverhältnisse verbindet. Also die unbedingte Wahrung des Ewigen. Christus selbst bewahrt in der Kirche das Ewige. Er ist der Ewige. Die unbedingte Wahrung des Ewigen einerseits und die Anpassungsfähigkeit andererseits. Konservativ sein heißt, das Ewige als ewig erkennen und in dieser Welt bekannt machen. Amen. Erlöste werden daran erkannt, dass sie in jeder Situation den Willen Gottes erkennen und verwirklichen wollen. Wer Jesus aufnimmt, hat jetzt schon Anteil an der Herrlichkeit, am Königtum Jesu. Gott möge Christus in unserem Herzen heranwachsen lassen zum Erwachsenen, damit er in uns die Vollgestalt darstellen kann.